Im Nerdquiz führen die drei Jungs jeweils ein Team aus Nerds an und beantworten 20 Fragen. Nach Frage 9 haben Team Eddie und Team Nils jeweils 3 Punkte und belegen somit den geteilten zweiten Platz. Nur Team Simon schaffte bisher 5 Punkte, doch wie wird es weitergehen? In Alien 3 gelangt mit Lieutenant Ripley, ein Facehugger in die Strafkolonie auf dem Planeten Fiorina. Sein erstes Opfer und damit auch der Wirt für das ungeborene Alien ist ein Rottweiler. Jedoch nur in der Kinofassung. Im sogenannten Assembly Cut oder Workprint Cut ist ein anderes Tier der Wirt. Welches? 2 Minuten ab jetzt. Ein Eisbär. Ich weiß es. Okay, cool. 2 Minuten ab jetzt. Eine Kuh. Fick dich. Vor dem Hund. Ganz kurz, vor dem Hund? Naja, wenn es eine Strafkolonie ist, es kann nur ein Hund, eine Katze, eine Ratte, sowas in der Art sein. Es wird nichts total Ausgefallenes sein. Moment, das kann man rauskriegen. Es gab die ganzen Alien-Spiele und da wurden dann immer die Tiere verwurstet, die es in den Filmen zum Teil gab, zum Teil nicht gab. Mhm. Den Hunde-Alien war irgendwann auch mal so ein Ding. Hunde sind cooler als Kühe. Geil, nee, Hunde sind erstmal nicht cooler als eine Kuh, das geht ja überhaupt nicht. Bisschen kälter. Es wäre viel geiler gewesen, wenn es eine Kuh gewesen wäre, eine Killerkuh. Dann hätte man bestimmt nicht in Indien rausbringen können. Das ist wieder so eine Arschfrage, wahrscheinlich ist es einfach nur ein anderer Hund und eine andere Hunderasse. Ja, ja, es ist wahrscheinlich einfach nur ein Schäferhund oder so. Mhm. Katze ist doch viel zu klein für so einen Facehugger. Ja, da hast du recht. Ja, Katze kommt auch klein vor, aber... Was könnte denn überhaupt der Grund sein, dieses Tier zu ändern? Vielleicht war es irgendwie digital und es sah zu schlecht aus und deswegen haben sie es anders gemacht. Dann. Kuh blinkt mir jetzt im Kopf. Weil, also ich hoffe, dass eine Kuh kein Stier oder sowas war, aber... Ja, das ist das Gleiche. Ein Rind. Sonst ein Rind. Ein Rindtier. Eine Kuh ist ja auch ein Paarhufer im weitesten Sinne. Ich habe den Film jetzt auch nicht mehr so vor Augen, was das für eine Strafkolonie war. Vielleicht hatten die auch irgendwelche Pferde oder Esel, die irgendwas gemacht haben. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, aber das ist nicht mehr... So, verdammt, ich leite dir das Ding ist, nicht so nah das Ding ist dran, das habe ich denke ich was einfach. Deswegen die sich entschieden haben, einen Hund zu nehmen, weil da der Mensch mehr emotional Verbindung hat. Eine Kuh oder sowas könnte sein, ne? Ne, die sind ja auf so einem Alien, auf so einem Gefängnisplaneten. Wie soll da eine fucking Kuh hinkommen? Weil der Hund halt, den kannst du besser vor die Kamera lassen. Weil könnte es noch was anderes sein als eine Katze? Ach, weil der einfacher zu dressieren ist. Leute, zählt doch nochmal andere Tiere. Das könnte sein, aber eine Kuh. Okay, eine Kuh. Eine Kuh auf dem Gefängnisplaneten? Ey, das ist alles. Das ist doch fair, eine Kuh nicht. Ist doch von Star Trek. Die Kuh in dem Film, wie soll man sich das vorstellen? Ich denke nicht, dass ich es weiß. Also. Die Zeit ist auch um, ich brauche eine Antwort. Also meine Moral ist gebrochen. Ja, meine auch. Ich sage Ratte. Ist es wirklich Ratte? Dann. Katze meine ich Katze? Ich bleib bei du uns. Sagst auch Katze? Letzte Antwort, lock das ein. Du sagst Kuh? Ich sag Kuh. Ja, ich. Keine Ahnung. Ich war ja eher für Maus oder Ratte. Muss man jetzt entscheiden. Ja. Ich vertraue, dass es irgendwie Sinn ergibt, dass es eine Katze ist und dass man die dann weggenommen hat. Ein Hund ist irgendwie logischer. Katze. Dann loggen wir als Antwort bitte Kuh ein, Klammer auf, aber auch bitte im weitesten Sinne die Rindviecherfamilie bitte als Kuh auch verstehen. Ochse! Ochse ist die richtige Antwort. Ja, es war aber nicht gewusst, es waren 100 Ecken. Voll so. Kuh hätte auch gegolten. Kuh, Bulle oder Stier hätte alles gegolten. Du hättest fast erraten, Hauke. Ja. Was? Rindskopf oder was ist das? Die Kuh. Ach komm, wie ist denn eine Kuh da hingekommen? Die ist doch sogar tot. Ja. Wie jetzt? Ein Ochse, Kuh, Bulle. Oh fuck. Nein. Das ist aber schon irgendwie strange. Hey, warum? Wie kommt denn so ein Ochse auf den Gefängnisplaneten? Ich hab das mal irgendwann gelesen. Das ist ein Nutztier. Ja, der Ochse heißt Babe nicht, und der wird in dem Film... irgendwo gelesen ja, weil ich nicht sicher war, Alter. Weil ich, das war mir so fernab. Extension Workprint, jetzt mal ehrlich. Ich kenne den scheiß Kinocut. Ich hab das Ei zu Hause. Wenn ich in diesem Ei diesen Workprint nicht finde, ja, wenn der da nicht enthalten ist, dann wird diese Frage annulliert. Alter. Ich dachte, es war so abwegig, Mann. Ich ehrlich, das ist super. Du hast doch richtig, du hast doch am Ende, das ist halt scheiße gelaufen. Ochse. Ja, Kuh. Ja, Kuh. Ja, ja sehr ja, gut. Ochse, Kuh, Bulle, okay. Ja. Kuh, Bulle oder Stier lassen wir auch gelten, weil so genau kann man das ja nicht definieren. Ja, okay, das lief ja sehr gut. Oh Mann, ey, geil. Was ist los? Alles klar, Frage 11. Hier kurz Ruhe. Aus welchem Spiel stammt dieses Lied? 2 Minuten, bis gleich. Rockband 3. Wenn das erste in meinem Kopf sagt Schnauze, Halo, aber das muss natürlich nicht stimmen. Ich glaube, wenn ich sage, hasse mich alle, aber ich würde sagen, es ist Halo. Hätte ich auch gesagt. Mass Effect. Mass Effect ist das. No? Nee, warte. Ich müsste Bella. Ich will das Lied echt gar nicht hetzen, aber es wäre cool, wenn es jetzt losgeht. Also aus Mass Effect kommt es mir nicht bekannt vor. Ich
Synthesizer also sind auf jeden Fall direkt ein Mass Effect denken. Ja, ne? Also irgendwie am Anfang hatte ich was Bedrückenderes, ein bedrückenderes Gefühl. Also ich habe das Spiel definitiv gespielt, aber es ist, glaube ich, also Wars vielleicht. Also wenn jemand hier nach einem Song aus einem Strategiespiel fragt, dann stehe ich aber auf. Ich stehe ja schon. Gehe ich. Deus Ex. Achso. Deus Ex. Ja, das ist Deus Ex, 100 Pro. Deus Ex, komm, ihr macht den Scheiß weg jetzt hier, ja, dann kann ich die ganzen Tags ein. Das ist ja Halo 4 oder so, weil es ist nicht aus den ersten drei Teilen. Ich möchte lösen und ich sage... Also, hey. Was hast du verstanden? Ich muss nochmal hören, bitte. Halo. Ist Halo die finale Antwort? Ja. Auch wenn es nur die Serie abdeckt, oder? Ja. Also das, in den Kopf. Das klingt vom Style her auf jeden Fall auch der Deus Ex. Letzten Deus Ex? Echt? Deus Fuck. Das ist Deus Ex. Ja. Meine, das ist Deus Ex. Das ist das, das Titellied, oder? Ja. Na, wie heißt es nochmal? Irgendwas mit I. 10 Sekunden. Ja, geil. Icarus. Ja. Icarus von Deus Ex. Team 2 lockt ein Deus Ex. Okay, wir schauen uns die Antwort an. Da hören wir erst nochmal kurz in das Lied rein. Noch. Ich spiel's jetzt. Ja, bam. Ja. Easy. Bam. Das war easy. Ja, das klar. Ja, kannst du dich doch erinnern, ne, an den blöden Piloten. Ne? 30 Minuten lang, die Musik. Ist auch wieder generische Scheiße. Ich bin nicht mal sauer. So, weißt du, das kann niemand verlangen, dass ich das weiß. Generische, billige Action-Scheiße passt zu jedem Dreck. Ja. Das haben wir alle gespielt, Mann. Yeah! Hammergeil! Sehr gut, fantastisch. Gut. Hammergeil! Ist das Icarus? Ihr habt meinen größten Respekt. Ja, das ist Icarus. Und sehr hier, Michael McKenna heißt der Komponist. Sekunde, ich bin gleich soweit. Wir sind bei Frage Nummer 11. Ihr seid auch bereit? Nein, 12. Oh, lustig. Der erste PlayStation 2-Ableger von Konamis Fußballserie wurde in den westlichen Märkten im Jahr 2001 mit dem Namen Pro Evolution Soccer veröffentlicht. Ja. Wie Winning ist das Spiel 11. in Japan? Winning 11. 2 Minuten ab jetzt. Aber war das nicht... Ja, das Original hieß doch, glaube ich, so. Ja, ja, Winning 11. Easy. Winning 11. Da bin ich mir nicht so sicher, das könnte auch... Oh, Perfect 11 könnte es auch sein. Nee, ich glaube, Winning 11 stimmt schon, aber es ist jetzt so eine typische Verwirrfrage, weil es gab auch noch Goldstorm und so. Ja, Winning 11. Ja, ja, aber ja. Es war Winning 11 5, wenn ich mich nicht komplett irre, weil Winning 11 hieß die Serie in Japan. Auf der PlayStation 1 gab es dort Winning 11 1 bis 3 plus, glaube ich, einen Sonderteil. Und das allererste, was hier rübergekommen ist... International Superstar Soccer. Ja, aber das war ja, das, Superstar, das sind, vorher. Nee, Superstar Soccer ist wieder eine andere Serie. Die gab es dann auch als ISS nochmal später hier auf PS2 und so weiter. Das erste hieß Perfect 11. Später kam Winning 11. Bist du sicher? Es ja. Wäre wieder super fies, wenn das so wäre, aber... 5 oder 7, eins von beiden. Ich glaube, 7 habe ich auch vor Augen irgendwie. Okay, ja. Die Pro Evolution Soccer mit der Jahreszahl, also Winning 11 5 müsste es eigentlich sein. Also, die hingen immer ein hinterher. Also PS6 ist aus dem Jahr 2005, meine ich. Winning 11 7, easy. Alles klar, schauen wir doch mal, ob das stimmt. Fußballfrage. Pass auf, es ist Teil 8. Oh shit, das kann wirklich sein. Perfect 11. Möchte lösen, Perfect 11. Es ist auf jeden Fall Winning 11. Und dann sagen wir 5. Okay. Ja, Winning 11 5. Okay, dann die finale Antwort bitte. Winning 11 5. Alles klar, dann schauen wir doch mal rein. Ja! Sehr gut. Nice! Hervorragend. Winning 11 5. Jetzt sind wir on fire. Ja. Mann, ihr schlagt jetzt euch sehr gut. Fuck! Oh, 5. Und ich sag noch 5 oder 7! Scheiße! Kotz im Strahl, es tut mir leid, Leute, ey. Ja. Vor allem. Ey, aber wir haben beide 7 gesagt als erstes. Das warum soll es 5 sein? Das ist einfach keine Ahnung, dieses, diese eine Ebene zu viel. Echt ohne Scheiß. Winning 11 hätte auch gezählt, oder? Eigentlich 5. Also, wir sollen nicht wissen, dass das Teil 5 war. Ja, weil ich doch spezifisch gesagt habe, das erste Pro Evolution Soccer. Also genau genommen steht da World Soccer Winning 11. Du müsstest das eigentlich wissen. Perfect 11. Das war das erste Konami Soccer. Ich dachte, ich habe die Frage so... Komm weiter jetzt. Mann. Frage Nummer... Wir sind eh schon... 13. Wo wir es nicht mal mehr Dreckszeit damit eingesetzt haben. Das geht mir so auf den Sack hier. Aus welchem Spiel stammt diese Map? Counter-Strike. 2 Minuten. Ja, das ist Dust von Counter-Strike. Ich sag jetzt nichts mehr. 9000%, das ist das. Ja, es ist das. Ja, es ist der Tunnel da dazwischen. Das ist die erste, das hier ist, da ist Platz A. Das, hier, guck mal, er hat sogar die Kreuze von den Bomben da gelassen. 2 Minuten. Counter-Strike, Dust 1. Ja. Es gibt ein neues Areal beim B-Bomb-Spot bei Go. Daran könnte man es erkennen, aber ich
Ich hab jetzt nur die Autos, die mich stutzig machen. Ey, da ist die Bombe. Ja, da liegt doch die Bombe da unten rechts. Aber ist es das 1 oder 2? Nee, es ist das 2, oder? Das ist doch, glaube ich, auch das 2. Was ist denn der Unterschied? Okay, Counter-Strike Source. Genau, meine ich. Ach, Source. Die Source-Version, ja. Ja. Okay, ist das überhaupt relevant? Müssen wir den Zusatz, müssen wir sagen, welches Counter-Strike? Dran. Bitte? Counter-Strike. Alles klar, Antwort. Dann schauen wir doch mal, wie die Antwort lautet. Okay, dann sagen wir einfach Counter-Strike. Ja, okay, wir möchten. Da in der Mitte sind diese dunklen Tunnel. Das ist Counter-Strike. Das ist Counter-Strike. Gut, Counter-Strike loggen wir ein. Aber wir wissen, wenn du jetzt sagst, Half-Life Mode. Counter-Strike, richtig. Mögt ihr Äpfel? Ja, souverän gelöst. Lecker. Gut, ihr habt die Frage Punkt. Stellt sich als super, Babyfrage raus. Sehr schön. Ja, okay. Ist es denn aus Go oder aus. Ja, fuck, ich hab keine Ahnung, Mann. Counter-Strike. Ja, das wusste halt original jeder. Ja, aber das ist jetzt eine Pippi-Frage. Ja, die habe ich halt jetzt. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die wäre scheiße hart, Mann. Das Musikvideo eines 1998 veröffentlichten Songs der Gruppe Music Instructor Apes bestand Apes. Zum Großteil aus Szenen des Spiels Apes Exodus. Ja. Wie hieß der Song? Das Weil kann man wirklich raus. Ich habe die blöde Maxi tausendmal irgendwo liegen gesehen. Get Freaky, ja, Get Freaky, everybody in the house get freaky. Also ich bin mir ziemlich sicher, kann sein, dass der Song anders hieß, aber ich... Das war ein Blue Dabadi. Dabadi. Blue hieß er nur. Das war von Eiffel 65 ja, genau. Und Blue. Ja. Ja. Es muss was mit Tanzen sein. Ja, welches ist also das? Es gab Music Instructor, war es nicht Freestyler, wo die mit dem PlayStation Pad rumgelaufen sind. Das ist der einzige, der mir jetzt einfallen würde von Music Instructor. Sein, dass das Lied anders heißt, irgendwie so ein fancy Elektronamen hat, aber in dem Song wird nur gesungen Get Freaky und in meiner Erinnerung heißt der Song auch Get Freaky. Ist das nicht so eine Band, wo die ganze Zeit so Techno-Klänge sind und irgendwann eine tiefe Stimme sagt Techno? Und dann geht's weiter? Das war ungefähr 95% der Charts in den 90ern, ja. Das war Ende der 90er so, Music Instructor. Ah Mann, das war wirklich... Oder Aliens. Ey, denk doch mal weiter, irgendwas mit... Es war was mit Dance. Ich glaube wirklich, es war was mit Dance. Time to Dance. Okay, welche Lieder kennen wir von Music Instructor? Ich kenne nur Freestyler. Ich hoffe, es war Music Instructor. Ist Freestyler, ist es das? Nein, Freestyler, Rucker. Umfang MCs, das ist von... Nee, möchte lösen. Ja, wollen wir nicht erst noch überlegen? Aber du sagst doch auch gerade der erste Impuls. Was genau, wir denn und eben war es falsch. Wir verunsichern uns die ganze Zeit. Ich sag, es ist Get Freaky. Ich habe keine Alternative. Vielleicht möchte der Rest ja auch noch was beitragen. Ich fühle mich 10 Jahre zu jung für dieses Spiel. Vielleicht ist auch kein Dance. Noch do the Dance. Ich meine, Music Instructor, das muss doch mit irgendeinem Befehl zusammen. Also wenn uns nichts einfällt, sagen wir trotzdem Blue. Sagen wir es einfach trotzdem. Weil das ist trotzdem, mit Eternia ja. Das Einzige, was uns einfällt. Ja. Vielleicht gibt es ja die Chance. Feel the Dance. Lass uns make a dance sagen. Dance all together. Dance now. Ja. Mehr habe ich nicht. Also, ja, dann sag's. Ja, also ich möchte lösen. Get Freaky. Team 2 sagt Blue. Blue. Dance. Let's dance together. Finale Antwort ist? Dance. Dance. Wir schauen mal, wie das geht. Das ist ganz sicher nicht Dance. Mann, wir werden gleich kotzen. Wir hören kurz rein. Get freaky! Get freaky, echt. Ey, jetzt denkt jeder, gell? Guck mal, das ist selbst zu schlecht für mich. Get freaky. Ey, du hättest ihn wenigstens mal anspielen können, so ein paar Töne. Ja, aber dann wäre es ja nicht so einfach. Ey, wenn einer von uns die Melodie eingefallen wäre, dann wären wir sofort auf die Titel gekommen. Yeah! Ja, sehr gut, Hauke. Get Freaky. Ich habe mir einen kleinen Scherz erlaubt, das wird mit Jimmy Y geschrieben. Ich hab schon gedacht, wenn das mit L geschrieben worden wäre, das hätte ich nicht gewusst. Okay. Get Freaky. Oder schon wieder mit irgendwelchen Sonderzeichen und Doppel-Äh. Nein, Mann, das heißt wirklich Freaky. Ich habe mir den Spaß erlaubt. Umlaut. Y kommt da eigentlich hin, das kann man doch raffen. Ich dachte, ich komme aus Schweden vielleicht besser. Get Freaky. Die nächste Antwort ist auf Mandarin. Wie heißen Stan, Kyle, Eric und Kenny aus South Park mit vollem Namen? Okay, das ist 2 Minuten ab jetzt. Stan Marsh, Kenny McCormick, Kyle Broslowski und Eric Cartman. Nein. Kenny werde ich nicht wissen, muss ich ehrlich sagen. Eric Cartman, Stan, Kyle Broslowski. Broslowski oder Stan? McCormick heißt Kyle oder so, Kyle, oder? Ja. Heißt der nicht so? Das kann sein. Ja, die hat so einen komischen ausländischen Spitznamen oder irgendwas. Ja, würde ich. Das ist halt auch wieder total unfair, die Frage, weil du genau weißt, dass sich hier erst Leute mit dem Spiel und so beschäftigt haben, die das alle dann wissen aus den anderen Gruppen. Hat Eric nicht noch einen zweiten Vornamen oder sowas?
komm, also ey, zweite Vorname. Lass uns kurz nachdenken. Kenny. Ja, Cartman. Den Nachnamen ist Nachnamen Cartman. Cartman, ja, auch die Mutter heißt Cartman. Also. Nein, nein, Eric. Nee, Eric ist keine Kurzform. Nein, nicht? Nee, er ist Eric. Nein, er hat einen Vornamen. Nee, da gibt's keine. Ja, keinen also, ich, also mir sagt das ich, auch jetzt nichts, dass es da eine volle Form gibt. Ich dachte, Kyle McCormick. McCormick und Kenny. Dan Marsh. McCormick? Kenny McCormick, ja. Ja, McCormick. Okay, wir versuchen es aber mal. Okay, die Antwort lautet Stan. Marsh, Kenny McCormick, Kyle Poslowski und Eric Cartman. Stan Marsh, Eric Cartman, Kenny McCormick, Kyle McCormick und Kenny Smith. Alles klar. Stan Marsh, genau. Kenny McCormick, Kyle Poslowski, Eric Cartman. Und hier ist die Antwort. Eric Theodore, wie du ja, Theodore, ja. Ich, das ist aber sein zweiter Vorname. Genau. Also ich, die anderen war. Haben auch alle zweite Vornamen, die nicht genannt werden. Nee, was denn? Ey, wir ja, haben weiß gedacht, ich nicht. Nur die Nachnamen, die du willst. Ich hatte erst noch gedacht, der ist ja Jude. Also Kenny McCormick. Oh, geil, ey. Okay. Sagst du erst noch richtig und dann... Ja! Yes! Ja, ah, Theodore, da war der Beiname. Aber der, ja. Du hast ja gesagt, der muss nicht. Ihr habt es richtig erraten. Das ist alles absolut korrekt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Aus welcher britischen TV-Serie stammt dieser Song? Die dreibeinigen Herrscher! Ich habe nie Doctor Who geschaut, deshalb kann ich nicht sagen, ob das eines der Themes ist oder nicht. Ich weiß, dass die dreibeinigen Herrscher auch aus Großbritannien kommen. Und das... Ja, da hast du, glaube ich, was. Das war's? Das war's. Muss ich ehrlich sagen, ist mir nur geläufig. Nee, mir auch nicht, leider. Das ist älteres, oder? Es klingt aber auch... Also es kann auch sowas wie Flight of the Conchords sein, was halt damit spielt, dass die irgendeinen ironischen Song gemacht haben. Ich glaube aber schon, dass es was Original aus den 80s irgendwie ist. Also am Anfang klingt es ja wie so Science-Fiction-Gedöns, aber später ist es mehr so schlechte Action. Das ist schon so beschissener Action-Kram, glaube ich, oder? Aber ne, was kennt ihr denn für britische Action-Serien? Der dreibeinige Herrscher, ist das nicht Hannes? Hannes kam aber später, ja. Hannes nennt man aber auch Tripod. Also Doctor Who hat auch quasi trashige alte Folgen, ne? Das gab es seit so gefühlt 50, 60 Jahren und jedes von den Themes, es kann eins gewesen sein, aber ich kenne die leider nicht. Remington Steel. Ja, habe ich jetzt auch sofort dran gedacht, ich dachte, wenn ich sage, ist bestimmt wieder Griechen an den Deckel. Das ist Pierce Brosnan. Das ist kein Engländer. Was könnte es denn sonst sein an so Sci-Fi-Shit? Also Red Dwarf ist zwar auch eine tolle Serie, aber die hat komplett andere Serien. Mit den britischen Superhelden, diese neue, das ist es auch nicht, ne? Misfits ist zu neu, ne? Ja, ich glaube schon. Also er geht ja auch davon aus, dass wir das kennen. Also vielleicht warst du auch schon bei den Dingen bei, die wir hatten. Also Dreibeinige Herrscher fand ich super interessant. Ja. Den Impuls. 10. Oder vielleicht ist es auch eine alte Folge von Doctor Who. 2 Minuten sind um. Wer möchte lösen? Ich sage Life on Mars. Oh Gott, ich bin so unsicher, weil ich möchte es nicht verkacken. Aber ihr habt eine gute Idee. Alles cool. Tripods im Britischen. Ja. Dann sagen wir als Team 2, bitte. Es sind die dreibeinigen Herrscher. Und wer ist Doctor Who, dann verprüfe ich dich. Alles klar, wir schauen mal in die Antwort. Dreibeinige Herrscher sind das! Yes, baby! Alter Schwede! Das habe ich das letzte Mal gehört vor 25 Jahren in meinem scheiß Gehirn irgendwo hinten. Okay. Die beliebte und bekannte Serie The Tripods. Die dreibeinigen Herrscher, ja. Kennst du es wirklich? Ja. Vom Namen her kenne ich das, aber... Ich muss mich jetzt outen, ich habe es nicht mal gehört. Nee, nie. Es ist richtig! Wow! Das ist doch mal ein Applaus wert. Endlich konnte ich mal was machen. Ah, das kam auch richtig schnell. In der Elder Scrolls-Reihe sind die verschiedenen Völker in bestimmten Provinzen des Kontinents Tamriel beheimatet. Die Rotwardonen kommen aus Hammerfell, die Kaiserlichen aus Tyrodiil, die Nord aus Himmelsrand. Wie heißt die Heimat der rotäugigen Dunkelelfen aus der Elder Scrolls-Saga? 2 Minuten. Bist du hier? Wadenfell. Okay. Die heißen Dunmer und die kommen aus Wadenfell. Können wir nochmal die Karte sehen? Nö. 2 Minuten ab jetzt.
Viel Spaß. Ja, man, in Elder Scrolls Online spielt man die in Morrowind, aber... Das ist eine bescheuerte Frage. Ich meine, wir kennen auch nicht viel. Es gibt noch Hammerfall, kennen wir, Zulu-Dül, Tamriel ist alles. Eine Minute noch. Skyrim. Alter, wir sind beim Nerd-Quiz. Eine nerdigere Frage gibt's nicht. Ja, genau. Es ist aber viel zu nerdig, das weiß kein Mensch. Ich mich an den Beitrag von Belle erinnere, was da für Wörter gefallen sind. Ja, das ist, ey... Ich muss auch raten. Ich hätte jetzt also, warte mal, wie hat die Heimat... Ja gut, also Heimat, es gibt natürlich dann noch Morrowind als Region. Also Cyrodiil ist es nicht, das ist das Zentrum, die kommen irgendwo aus. Also muss ja irgendwas aus einem Waldgebiet sein, oder? Warten? Cryodiil. Nee, das ist aber viel zu schick da oben. Sogar in den Dunmar sind so Dunkelelfen, das sind so nicht die casual, gay, blonde Haare, Flitzebogenelfen. Addenfeld sagen wir, komm, gib uns den Punkt alles jetzt klar, hier. Klar, dann schauen wir mal die Antwort laut. Ja, sag Morrowind. Ich möchte lösen, ich sage Morrowind, du Arschloch. Alles klar, wir schauen uns mal die Antwort an. wir sind uns zu 100% sicher, dass es nicht Dunmer ist, wie wir erst dachten, sondern Morrowind. Morrowind? Dann schauen wir mal in die Antwort. Alter! Ah! Das gibt's doch nicht! Nice. Richtig Glück gehabt! Alter! Das war Mann, das kann doch nicht sein. Auf der allerletzten Minute habt ihr noch Morrowind erraten. Nein! Shit! Aber es ist direkt da drüben. Was hier kommt man vor allem, jetzt ist es dasselbe, da ist doch Wadenfeld. Ja, das ist das Problem. Du liegst nicht falsch mit deiner Antwort. Und ich bin geneigt, euch diesen Punkt zu geben. Denn Wadenfeld liegt in Morrowind und ist natürlich damit auch die Heimat der Dunkelelfen. Und ich habe Morrowind auch noch... Eigentlich hätte die Frage nur noch besser sein. Ich meine, er hat die Frage noch ausführlicher beantwortet. Deswegen bin ich da mal ein bisschen... Morrowind! Yeah, baby! Sehr gut. Mann, sehr gut. Sehr gut. Also ich hätte auch Wadenfell gelten lassen müssen. Welche und wie viele Rohstoffe braucht man in dem Brettspiel Die Siedler von Catan für eine Siedlung? Das zwei ist Minuten ein Scheißspiel, ab jetzt, ne? Bis dann. Das ist unglaublich, wie das erfolgreich ist. Die Siedlung, ist das Große oder das Kleine? Also es gibt, ich glaube, es ist das Kleine, weil darüber kommt eine Stadt, glaube ich. 30 Sekunden, wer gewonnen hat. Das weiß ich. Alles klar, 2 Minuten. Okay, man braucht ein Stroh, man braucht ein Holz, man braucht ein Lehm und man braucht ein Schaf. Getreide, jetzt. Lehm, Holz und Schaf. Und wie viele? Eins von jedem, also 4. Es kostet 4 Rohstoffe. Getreide, Lehm, Holz und Schaf. sind das die Preise auf den Karten? Ja, dann lese vor. Das kann man doch nicht erkennen. Dann zwei Getreide, dreimal Leben. Nee, das. Und Schaf? Wolle. Ist das? Achso. Warte, kommt zuerst, das ist Straße. Danach kommt die Siedlung und das ist die Stadt. Also ist das eine Siedlung? Dann ist es. Dann ist es von jedem einmal eins. Holz, nein, einmal Lehm, einmal. Ja, das wäre von jedem eins. Achtet mal drauf, ob ich nicht noch Fehler mache. Wolle, Stroh. Wolle, Stroh, Lehm und Lehm Holz. Lehm und Holz. Ich löse ja auf meine Verantwortung und ich sage, es kostet 4 Rohstoffe. Und es kostet Lehm, Holz, Getreide und Schaf. Alles klar. Getreide, Lehm, Holz und Wolle, also Schaf. Getreide, Lehm, Holz und Wolle. Wie viel von jedem? 1. Alles klar, dann schauen wir doch mal. Willst du mich noch verunsichern, was? Mhm. Ja. Ja, geil. Getreide, Lehm, Holz und Wolle. Stein, Intelligenz. Stein nicht. Hervorragend, das habt ihr super rausgefunden. Stein ist ja Lehm. Nee, Stein ist noch was anderes. War das da echt abzulesen oder was? Also, sie wusste ja in welcher Reihenfolge. Sie wusste, wann was kommt. Ich hätte nicht erkennen können, was es ist. Klar, ist doch richtig. Ist richtig. Getreide, Stroh, okay. Bam. Schaf ist Wolle, oder was? Kein Stroh. Okay. Ach so, ist richtig. Also, Stroh ist ja naheliegend, dass wir das gelten lassen. Ja, nice. Super. Alter Schäde. Schaf. Alles klar. In Level 1 des Spielhallenklassikers Donkey Kong aus dem Jahr 1981 muss Mario hinauf zur 6. der großen roten Stahlträgerplattform gelangen, um die Prinzessin zu retten. Diese 6 großen Plattformen sind mit insgesamt 12 Leitern verbunden. Wie viele davon sind in der Mitte unterbrochen? Oh, fuck. Zumindest 2 sind es mindestens. Ich weiß nicht, ob eine dann noch dazu kommt. Da ist sie nicht unterbrochen. Da ist eine unterbrochen. Gleich am Anfang. Die erste ist unterbrochen. Okay, ja. Hier kletterst du ja rauf zum ersten Mal. Hier müsste irgendwo noch eine zweite unterbrochen sein. Es gibt ja keine Leiter, die so richtig hier groß ist. Deshalb sind hier auch keine platziert, aber hier sind es meist welche, so im Mittelbereich. Hast du nicht mehr alle Tasten? Ja, 2 Minuten! Aber ohne Scheiß, Alter. Du bist doch nicht mehr ganz dicht. Woher soll man das denn wissen?
mindestens zwei pro Seite. Es sind wahrscheinlich mehr, Gregor, oder? Guck mal, achso, wenn du nur mit einer... Ne? Und wenn jetzt quasi an jeder Dings eine Leiter ist, ne? Ich glaube, da, wo die großen Abstände sind, weißt du, weil es logischerweise da auch zerrissen ist. Weil du kannst, glaube ich, direkt unter Donkey Kong kannst du da auch hochgehen, glaube ich. Okay, es gibt zumindest einige Ebenen, wo es zwei Leitern, glaube ich, gibt, wo du dann zuerst sagst, du kletterst drauf und schon rollt eins dieser dummen Fässer auf dich, dass du also beim Vorletzten, glaube ich, ist es sogar, ne? Dass du dann eher doch noch weiter gehst, weil ansonsten knallst du dahin rein. Pro Ebene eine? Nee, ja, hätte ich auch gesagt, aber das Blöde ist, oder? Nee, du musst doch... Du hast ja fünf Ebenen hier, da weiß ich schon nicht mal, wie die zwölf darauf aufgeteilt sind. Knapp daneben. Ich glaube, da und da ganz unten, glaube ich, noch. Unten rechts noch. Hier auch noch. Aber ja, zwei ist auch gut. Nee, ich glaube, hier ist keine. Ja. Drei oder vier. Weißt drei oder vier. Ja, wir haben den fucking Weltrekord hingelegt. Wir haben den Weltrekord hingelegt. Du hast jetzt den Weltrekordversuch noch gemacht. Ich hatte das in Mario Kart probiert und du hattest es in Dings probiert. Hm. In Donkey Kong. Alter Schwede, wenn du das nicht weißt. Ich vermute mal, dass hier wahrscheinlich immer gleich viele Leitern sind auf den drei Ebenen. Ich sag, in jeder ist eine kaputte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, komm, sagen wir die dritte auch. Komm, drei. Ja, drei. Drei oder so, zwei, weil dein erster Impuls war zwei, ne? Mein erster Impuls war zwei, aber... Aber hier ist, also hier ist kein... Wollen wir nochmal hier? Ja, das ist eine super fiese Trant-Frage. Das ist der Scheiß, auf den du überhaupt nicht achtest. Mach die Augen zu. Und wir sind ruhig. Höre die Musik. Du spielst das Spiel. Sei ruhig. Du bist ruhig. Muss ich konzentrieren. Hier ist keine und hier ist keine. Ja, wollte ich auch. Da rechts hast du doch gesagt, ist keine, oder? Also da, wo du gerade zeigst, war ich auch... Ich dachte, hier wäre keine. Jede. Moment, es sind zwölf Leitern. Nein, Moment. Zwei, drei, vier, fünf. Genau. Nein, die zählen nicht mit, das darf ich euch schon sagen. Es müssen mindestens fünf kaputte sein. Drei. Sagst du es? Weil Gregor sonst immer recht Da musst du nicht dran gehen. Also Dennis hat es länger gespielt als ich auf jeden Fall. Okay, drei. Wir sagen drei, Baby. Alles komm. Klar. Okay, Team 2 schließt sich in dem Fall Dennis an und sagt, es sind vier. Also wir möchten lösen und sagen sieben. Sieben? Geil. Alles klar. Das hätte ich nicht gedacht. Menschliche Gehirn in der Lage. Wir schauen mal rein, ob das stimmt. Es sind aber nur vier. Und alle falsch. Obwohl, die war richtig. Ja, aber siehst du, ich sag doch da oben, bei dem Donkey Kong ist, also bei dem Affen ist noch eine. Ja, aber du hast hier gesagt. Ja, Mann, nicht direkt unter dem Affen, halt rechts daneben. Bam. Super gut. Nice. Super gut, Mann. Wow. Vier waren's. Ja. Vier Leitern sind in der Mitte unterbrochen. Ich hab gesagt, vier. Ich hab auch vier dann gesagt. Warum habt ihr es dann nicht einloggen lassen? Terminator 2. Als der T-800 mit John Connors Eltern telefoniert, um herauszufinden, ob diese noch leben oder bereits von T-1000 terminiert wurden, stellt er eine Fangfrage. Er nennt Johns Hund Wolfie. Doch wie heißt der Hund wirklich? Zwei Minuten ab jetzt. Geh in die Denkkammer, schnell! Damit sind wir bei der vierten Schröcker-Frage angekommen. Ruffy. Wowie? Richtig geil. Oh, ich hasse dich auch ein bisschen dafür. Vor allem, die schröcken auch voll selbst. Nee. Jimmy, Timmy. Dumbledore. Einstein. Hey, lass mal kurz über die Möglichkeit darüber nachdenken, dass der Hund Kyle heißt. Wie der Typ, der damals Sarah Connor gerettet hat. Hä? Sowas Billiges wie Rex oder so. Snoop? Das war's nicht. Auch nicht Snoop, das ist zu früh, glaube ich. Der Hund, der Vater von John Connor, oder? Genau. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass der Hund einen richtigen Namen hat. So einen richtigen Menschennamen. Legt er auf und sagt, deine Eltern sind tot, weil er weiß, dass der Hund nicht Wolfie heißt. Woher weiß er das denn? Weil er fucking Terminator ist! Weil er John Connorologie... Können wir jetzt mal bei den Namen... Ach, der heißt irgendwie Jimmy oder Timmy oder so. Spike oder Rover? Nee, also Rover ist komplett falsch. Also danach geht die Kamera nämlich auf das Hundehaus und da oben ist das Schild, das wird so gelöst. Und da steht... Was Spike? Ja. Ich meine, da klingelt irgendwas. Ja, dann wird's wohl aber Spike es klingelt sein, ne? Bestimmt auch gibt wegen... Gibt ja nur zwei Hundenamen. Ja. Barky. Timmy ist schon... Bark. Barker. Das steht auch auf seiner Hundehütte. Na da... Ach ja! Komisch, dass der Hund dann also genau so heißt wie... Wieso der das Vater... Wobei ich aber eher glaube, dass John Connor, der hat seinem Hund so einen coolen Namen gegeben, genau wie Baxter oder Kyle oder... Ich stehe hier und bin schon Spike. Du bist Filmprofi irgendwie. Es ist Spike. Jetzt muss ich aber wirklich mal um eine Antwort bitten. Komm. Spike! Ich möchte lösen, ich sag Baxter. Baxter. Dann schauen wir mal, wie die Antwort lautet. Heißt der Baxter. Okay, Team 2 sagt, der Hund heißt Ruffy. Ruffy. Guck mal, wie er guckt. Ruffy. Alles klar, Ruffy ist eingeloggt. Warte. Na gut, Zeit und Jum.
Bist du sicher, das ist Ruffy? Ihr habt aber eigentlich schon eine Antwort gegeben. Nimm Ruffy. Ruffy? Doch. Ja? Okay, ich weiß, kann sein. UFF. Wow. Ja. Ruff. Ja, stimmt. Belly. Ja. Ruffy. Okay. Bello. Okay, lass Ruffy sagen. Okay, wir sagen Ruffy. Die Frage ist auch, Zeit ist um. Antwort bitte. Was sagt ihr denn? Ruffy. Okay. John, Schatz, es ist schon spät, bitte. Ich möchte mir keine Sorgen machen. Ist er bereits da? Schatz, geht es dir gut? Ja, ich bin auch dran. Mir geht es gut. Bist du sicher, ist wirklich alles in Ordnung? Der Hund, wie ist dein Name? Max. Tja, so läuft das Leben. Max, aber da werden wir nicht gekommen, oder? Max ist der richtige Name von John Connors Hund. Max ist die Antwort. Hört man halt nicht zu, aber Wolfie, wir alle. Fuck! Warum hast du nicht gesagt, der Hund hieß Max? Wie hat ihn der Terminator genannt? Weil wir hier beim Nerdquiz sind und nicht beim Babyquiz. Max! Wow. Max! Was ist denn komisch, dass man das nicht abgespeichert hat, wurde ja in einem Nebensatz erwähnt. Max, dieser prägende Name von Terminator 2, ist das, was hängen bleibt. Mann, da haben wir es geschafft. 20 knallharte Fragen. Unsere Kandidaten haben knüppelhart gekämpft. Die haben alles gegeben. Aber für manche hat es halt eben nicht gereicht. Nur für ein Team. Ich werde nun die Punktstände verlesen. Auf Platz 3 ist Team 1, angeführt von Eddie, mit 7 Punkten. Tut mir leid. Ihr habt alles gegeben, aber es hat leider nicht gereicht. Auf Platz 2 ist Team Nummer 3, angeführt von Simon, mit 11 Punkten. Das verdient doch ein bisschen Applaus. Und der glorreiche Sieger unseres heutigen Nerdquizzes ist Team Nummer 2, angeführt von Nils, mit 12 Punkten.